So, und dann ist hier noch eine Tür, warte mal. Ja doch, ist richtig. Okay. Oh, wer ist denn das hier? Oh mein Gott, wir haben Meister Abrax gefunden. Ich gehe kaputt. Meister Abrax, hallo. Bringst du mir was zu essen? Stell es zu den anderen Tellern. Ich esse später. Aber ich kann mal lesen hier. Ah, hier steht's. Illusion. Aha. Die benötigte Komponente ist der Hauer eines Keilers. Okay. Das ist ja ein Schrank. Ich will den alten Meister Abrax aber nicht beklauen. Was willst denn du für eine Suppe haben? Ach so. Was machst du hier? Was machst du hier? Forschen. Warum bin ich wohl sonst hier unten? Pass bloß nichts an! Du bringst mir sonst noch meine ganze Ordnung durcheinander. Ja, ja, ist ja schon gut. Warum bist du hier unten? Wegen meiner Arbeit. Die Alchemie ist gefährlich. Bevor ich mit meinen Experimenten jemanden verletze, bin ich lieber hier. Außerdem habe ich hier meine Ruhe. Meistens jedenfalls. Ja, Entschuldigung. Ich habe mich hier verlaufen. Ich wollte eigentlich nur ein paar Bücher lesen. So. Ja, das ist sehr, sehr korrekt. Ich muss für Meister Illuma alle Zutaten für die Spruchrollen zusammensuchen. Zutaten? Experimentiert der alte Zausel schon wieder mit Tränken rum? Das kann doch nichts werden. Es hat ihn schon immer gewurmt, dass ich bessere Tränke brauen kann als er. Illuma sollte lieber bei seinen Spruchrollen bleiben. Aber... Es geht doch um Zutaten für Spruchrollen. Ach so. Warum sagst du das denn nicht gleich? Hab ich doch. Es ist trotzdem sehr naheliegend, dass du zu mir kommst. Spruchrollen und Tränke haben so manches gemeinsam. Beide tragen Kraft in sich, die von jedem geweckt werden kann. Alles, was man braucht, sind die Zutaten, die Formel und ein bisschen handwerkliches Geschick. Okay. Und, kennst du denn Zutaten? Jetzt hör mir mal zu, Junge. Ich habe schon Tränke gebraut, da hast du noch in die Windeln. Auch für Spruchrollen? Ach ja, richtig. Es geht ja um Spruchrollen. Alter. Warte. Ich kann mich erinnern, dass ich mich mal mit einem Verwandlungstrank beschäftigt habe. Dabei habe ich auch die Spruchrolle der Illusion studiert. Ich muss hier noch irgendwo was rumliegen haben. Ja, das Buch habe ich ja schon gelesen. Aber jetzt sag doch mal. Was weißt du über die Illusion? Hier muss irgendwo ein Buch darüber liegen. Wenn du es findest, kannst du es lesen. Aber bring bitte nichts durcheinander. Natürlich nicht. Ist es nicht Jean-Luc Picard? Irgendwie? So ein bisschen, ne? So vom Kopf her, mit der Glatze? So, aber... Kannst du mir was beibringen? So seid ihr jungen Leute. Kannst du mir mal eben was beibringen? So geht das nicht. Die Alchemie ist eine schwierige Wissenschaft, die Zeit und Talent erfordert. Kannst du mir denn was zeigen? Ein paar kleine Kniffe kann ich dir zeigen, aber glaube ja nicht, dass das ausreicht, um in die Forschung einzusteigen. Ja, dann was denn? Was kannst du mir beibringen? Er kann mir Mana beibringen, okay. Weiß ich nicht, ob ich das brauche jetzt, ich glaube nicht. Kann ich was kaufen? Kann ich bei dir Tränke kaufen? Tränke, Zutaten und Zubehör. Alles, was das Forscherherz begehrt. Mein Angebot an Zutaten ist allerdings zurzeit sehr beschränkt. Das sollte sich mit der nächsten Lieferung aber ändern. Ja, dann zeig mal her. Lass uns handeln. So, was hatten wir hier? Heiltränke en masse. Haben wir noch Heiltränke? 15, ja. Die kleinen brauche ich eigentlich eh nicht mehr. Ich brauche jetzt fast schon die großen. Ich will fast die hier alle holen. So, und dann kann ich ihm mal hier was in die Hand drücken. Und zwar das da. Das behalte ich mal mit dem Schild, weil das ist eigentlich recht stark. So, das kannst du auch haben, Opa. So. Mana-Trink habe ich auch ganz viele. Ich denke mal, das passt so. Mal kurz husten, Moment. So. Ach so, und wir brauchen, glaube ich, noch das Wasser. Und den Wein nehme ich auch gleich mal mit. So. Brauchen wir ja auch für viele Tränke. Genau. Hier, bitteschön. So. Bringen wir mal was. Achso, das haben wir schon gemacht. Das hier. Stell mir eine Prüfung, Meister. Was? Ich muss bei jedem Meister eine Prüfung ablegen. Ach ja. Da bin ich jetzt gerade nicht vorbereitet. Vielleicht könntest du... Nein,
Das wäre für eine Prüfung nicht angemessen. Mir doch egal. Angemessen hin oder her, ich muss diese Prüfung ablegen. Ja, aber du willst doch dabei auch was lernen. Nee, überhaupt nicht. Dafür haben wir später noch Zeit, ich will Prüfung bestehen. Eigentlich das untere, aber ist irgendwie beides voll unfreundlich, ne? Na gut. Ich will nur die Prüfung bestehen. So wird das nichts, mein Junge. Die Prüfung soll dich fordern und testen. Dein Eifer ist daher völlig unangemessen. Jetzt gib mir endlich eine Aufgabe. Ich weiß doch gar nicht, wofür du geeignet bist. Egal was. Los, gib mir was. Ist doch egal. Ich werde es schon schaffen. Meinst du? Das nötige Selbstvertrauen hast du jedenfalls. Vielleicht hast du ja auch das nötige Glück, um so eine Prüfung zu bestehen. Egal, wie du mich prüfst, ich werde bestehen. Du willst mir wohl imponieren. Also gut, da du noch keine allzu umfassende Ausbildung hast, werde ich dir eine weltliche, wenn auch gefährliche Aufgabe stellen. Ich habe 2 Novizen losgeschickt, um mir Pflanzen zu bringen. Bisher sind sie nicht wiedergekommen. Finde sie und bringe mir die Pflanzen. Das ist deine Prüfung. Okay. Will ihn ja nicht beleidigen. Warte mal, ich speichere mal kurz vorher. Moment. So, übrigens. Novizen zurückholen? Die Prüfung ist lächerlich. Es ist nicht an dir, die Prüfung zu bewerten. Du weißt doch gar nicht, welchen Gefahren du dich aussetzt. Immerhin sind 2 Novizen nicht zurückgekehrt. Tja. Was soll ich den Novizen sagen, wenn ich sie finde? Schick sie zu mir. Ich werde eine neue Aufgabe für sie finden. Du wirst mir die Pflanzen bringen. Okay. Oh, die Pflanzen, habe ich die schon? Das ist interessant. Okay. Hier sind deine Pflanzen. Oh ja, das ging ja schnell. Du hast deine Aufgabe vorbildlich gelöst und daher meine Prüfung bestanden. Ich hoffe, du nimmst das als Ansporn, noch mehr zu lernen und dich stetig zu verbessern. Danke, Meister. Was ist mit den Novizen? Darum kümmere ich mich noch. Mach das. Wenigstens habe ich schon mal die Pflanzen. Okay, das heißt, es hat sich also wirklich gelohnt, die Pflanzen nicht zu futtern, sondern einfach zu sammeln. Wie komme ich aus der Vulkanfestung? Durchs Tor, natürlich. Das weiß ich auch, aber das Tor ist abgeschlossen. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Geh zu Ignatius. Er wird sich darum kümmern. Okay. Der ist ganz schön verpeilt, der Opa. Und weil der so verpeilt ist, werde ich ihm mal ein paar von dem Kraut, was er raucht, quasi wegnehmen. So. Dass der auch mal wieder ein bisschen zu Kräften kommt. Was ist denn hier? Schatztruhe. Warte mal. Wie immer so dreist. Zack. Ja, fällt er nicht auf. Kein Problem. War ich nicht. Hier ist ein Hebel. Wozu auch immer der gut ist, wahrscheinlich können wir jetzt hier... Ah ja, jetzt kommen wir hier raus, wieder in die Vulkanfestung. Wunderbar. So, also, den verpeilten Opa, da haben wir jetzt die Aufgabe direkt erfüllt. Ich muss da trotzdem noch zu den Novizen gehen, aber das machen wir dann später. Jetzt ist die Frage ist, was mache ich jetzt eigentlich? Habe ich jetzt die Bücher alle gelesen? Aber wir haben ja die ganze Bibliothek im Prinzip abgegrast, glaube ich jedenfalls. Genau, ich habe alle Bücher gelesen. Ich habe alle Bücher gelesen. Und du hast Weisheit erlangt. Ja. Gut, wir werden dich in unseren Bund aufnehmen. Allerdings brauchst du noch einen Kristall. Was? Was für einen Kristall brauche ich? Nun, für den Anfang reicht es, wenn du dir einen Feuerkristall besorgst. Keine Sorge, es wird nicht notwendig sein, dass du die ganze Insel absuchst. Ich habe den Novizen Nathan in die Ruine nahe bei der Vulkanfestung geschickt. Er hatte einen Kristall dabei, doch er ist nicht zurückgekehrt. Verstehe ich das richtig? Ich soll ohne Kristall in die Höhle gehen, in die Nathan mit Kristall ging und nicht wieder zurückkam? Genau. Alles klar, dann mache ich mich mal auf den Weg. Das ist das, was wir schon vorhin, also quasi letztens gemacht haben. Aber erstmal, komm, ich habe ein paar Fragen. Ich habe einige Fragen. Was willst du wissen? Wie ist eigentlich mein Name? Kann ich nicht auswählen? Okay. Ich will mehr über die Runen wissen. Ah, die Runen. Eine vielfältige Art der Zauberei.
Das Wissen um die Herstellung der Runen ist in den Jahren des Krieges verloren gegangen. Aber wir können sie anwenden, wenn wir unseren Geist dafür öffnen. Okay, und was ist mit den Kristallen? Was muss ich über die Kristalle wissen? Die Kristallmagie ist die älteste uns bekannte Form der Magie. Sie ist weit entwickelt. Mit der Zeit wirst du lernen, den Zauber des Kristalls zu verstärken. Okay, und das hier? Erzähl mir von den Spruchrollen. Spruchrollen können von jedem benutzt werden. Nur werden sie beim Zaubern verbraucht. Wenn du mehr darüber wissen willst, solltest du mit Meister Illumar sprechen. Alles klar. So, übrigens... Das ist zu riskant. Ich glaube, das ist zu riskant. Dann habe ich den Feuerkristall schon längst gefunden. Ich habe einen Feuerkristall gefunden. Ich habe nicht daran gezweifelt. Wenn du soweit bist, werden wir mit dem Studium der Kristallmagie beginnen. Und wenn deine anderen Prüfungen erledigt sind, werden wir dich in den Bund der Magier aufnehmen. Okay. Und du hast es mit dem Haupttor? Was ist mit dem Haupttor der Festung? Wird die irgendwann auch mal geöffnet? Nun, ich denke, es ist an der Zeit. Meister Pallas wird sie für dich öffnen. Juhu. Was ist das hier noch? Okay. Meister Pallas hat mir gar keine Prüfung gestellt. Gut, dann wird er das auch nicht mehr tun. Betrachten wir das als erledigt. Okay, cool. Der Abrax... Meister Abrax ist mit mir zufrieden. Gut. Da war noch was zum Auswählen. Na gut. So, da muss ich jetzt noch die Schriftrollen schreiben lernen, ne? Das kann ich doch jetzt, glaube ich, machen. Hier, das ist doch der Enzo. So. Ich kenne die Zutaten für Illusionen. Du brauchst den Hauer eines Keilers. Sehr gut. Um eine Nautilus-Spruchrolle zu schreiben, brauchst du die alte leere Schale einer Nautilus. Wow, darauf wäre ich niemals gekommen. Okay. Ich glaube, die pennen alle schon, oder? Der Typ ist... Ach nee, da hinten ist er. Warte mal. Da? Hier ist das Zeug, das du brauchst. Wunderbar. Ich stehe zu deiner Verfügung. Nice. So. Und dann haben wir noch den hier. Der ruht sich aus. So. Ich kenne die Zutat für Nautilus. Lass uns tauschen. Hervorragend. Für welchen Spruch soll ich dir die Zutaten verraten? Witz? Ja, komm. Für den Zauber Witz. Für diesen Zauber brauchst du eine Perle. Um eine Spruchrolle Nautilus zu schreiben, brauchst du eine leere Nautilus-Schale. Oh, ich Idiot, natürlich. Da hätte ich auch alleine drauf kommen können. Na, du bist echt ein ganz schöner Idiot. So, kann ich denn jetzt hier... Ich kenne die Zutat für die Spruchrolle Licht. Eine sehr nützliche Spruchrolle. Sie wird Bestandteil deiner abschließenden Prüfung sein. Also merke sie dir gut. Also was braucht man, um die Spruchrolle zu schreiben? Ein paar Goldstücke. Sehr gut. Da bin ich direkt gespoilert hier, der Kollege. So, das ich da? Ich kenne die Zutat für den Zauber der Illusion. Und was ist es? Der Hauer eines Keilers. Dann das hier? Ich kenne die Zutat für den Spruch Nautilus-Verwandlung. Gut, also, was brauchst du dafür? Die leere Schale einer Nautilus. Richtig. Dieser Zauber ist sehr mächtig. Deshalb sind die Schalen sehr begehrt. Gut zu wissen. Und last but not least... Ich kenne die Komponente für den Spruch Witz. Welche ist es? Eine Perle. Nun? Nicht alles lässt sich durch Worte klären. Wie, nicht alles lässt sich durch Worte klären. Ja? Was gibt's? Ja, ja, ich, warte mal, habe ich irgendwas vergessen? Erledigt, Händler, achso, ich muss, Vulkanfestung. Rufus sucht nach Weisheit im Kampf. Ach ja, stimmt, der Rufus. Weisheit im Kampf. Jetzt, ich habe leider vergessen, was für Bücher ich schon las in der dicken Bibliothek. Deswegen gucke ich mal auf gut Glück. Und das ist ja eigentlich Cyrus. Geh lieber trainieren. Ja, ja, ja. Alas. Habe einen Kampf gegen Tucker gewonnen. Ist das so? Gegen Tucker? Ich habe einen Kampf gegen Tucker gewonnen. Na ja, sehr schön. Training ist wichtig. Dann will ich dir auch weiterhelfen. Ich habe hier eine Liste. Darauf sind die Namen aller verzeichnet, die in letzter Zeit die Festung verlassen haben. Ah. Das wird mir weiterhelfen. Gut, dann finde diesen Mörder. Ja, sehr gut. Übrigens? Das Tor kann geöffnet werden. Und Meister Ignatius? Sag, das geht in Ordnung. Schön, schön. Dann soll das Tor von nun an offen sein. Gut. Stimmt, habe ich ganz verdrängt. Da war ja noch was mit dem Mörder.
Ash. Oh. Hey, hast du mal einen Stängel? Nein, hab ich nicht. Ich rauche sowas auch gar nicht. Hat mich noch nie interessiert, das Zeug. Okay. Wer ist denn das hier? Ash? Hab ich noch gar nicht gesehen. Kanntest du Hemmler? Hemmler? Er war doch ein Freund von Harlock. Falls Harlock überhaupt sowas wie Freunde kennt. Was heißt das? Harlock ist ein Pirat. Es heißt, er war Smutje auf der Eleanor. Und sein Hackebeil hat er nicht nur in der Kombüse geschwungen. Harlock ist einer der Schlimmsten. Er hat eine Menge Leute auf dem Gewissen. Aber mit Hemmler hat er sich gut verstanden? Sag ich ja. Okay. Und was ist das für ein was Schiff? Was ist die Eleanor? Was denn? Du kennst die Eleanor nicht? Sie ist das Schiff des berüchtigsten Piraten vom Nordkap bis zur Südspitze. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart. So, so. Was weißt du noch über diesen Stahlbart, außer seinem Namen? Nicht viel. Nur, dass man ihm besser aus dem Weg geht, wenn man keinen Ärger haben will. Es wird behauptet, er sei noch vor kurzem in der Hafenstadt gesehen worden. Weiß der Gürger, was an der Sache dran ist? Verstehe. Der Gürger? Okay. Mal so eine Frage übrigens. Hast du schon die Prüfungen von Meister Illuma absolviert? Ja, die habe ich schon geschafft. War ganz schön mühselig. Kennst du noch die Zutaten für die Sprüche des ersten Siegels? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Hast du eine Ahnung, wie lange das her ist? Na toll. Oh, komm. Irgendwas musst du doch noch wissen. Ja, ja. Ich denke ja schon nach. Mann, ich hätte weniger rauchen sollen. Komm schon, denk nach. Ja, ja, jetzt störe mich nicht. Ich hab's gleich. Genau, Meister Abrax. Er hat mir weitergeholfen. Na toll. Soweit war ich auch schon, Kollege. Ich glaube, wir gehen erst eine Runde pennen gleich. Kurz noch zu Rufus hier. Rufus, komm. Ach nee, war er gar nicht. Da ist er. Rufus. Eis hat im Kampf haben wir wohl nicht. Was kannst du mir beibringen? Okay. Tja, was fehlt denn da jetzt noch? Spruchrollen. Warte mal. Goldstücke. Haben wir doch aber eigentlich alles gemacht. Irgendwas fehlt hier noch. Dann der Truthahn. Ein Truthahn bringen sollen. Okay, die Prüfung der Meister. Meister Pallas, bla bla bla. Genau, da fehlt es noch die eine von dem Spruchrollenschreiber. Artefakte von Severin. Achso, das war das. Da müssen wir eh raus. Pate von Hemmler müssen wir schon auch raus aus der Vulkanfestung. Würde ich jetzt mal annehmen. Ich weiß es nicht. Mörder von Hemmler und Zugang zum Fried. Ah, genau. Stimmt. Wenn du was Gutes dabei hast, dann gehen wir nochmal fix. Oh, guck mal, oben der Mond. Oh, das ist schön. Das sieht wirklich cool aus. Sehr, sehr schicki. Okay, dann gehen wir mal fix zum Friedhof. Da mache ich mal ein kleines Aufnahmepäuschen gleich. Und muss ja mal Gedanken machen. Was machen wir nicht? Springen wir hier runter. Hui! Oh. Aua. So. Anscheinend geht ja der Typ da niemals pennen. Das heißt, wir müssen ihm irgendwas Tolles in die Hand drücken. Frage ist nur was. Onko. Ato. So, hallo. Hey Bruder, warte mal. Ja? Ich mach das nicht gerne, aber wenn du weitergehst, muss ich dich verprügeln. Würde gerne mal was probieren. Komm her. Hey! Ha! Der ist irgendwie... Okay, der ist unsterblich. Scheiße. Na komm, dann hau mich auch mal um. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Aua. Aua. Oh nein, wo ist er nur? Ich sehe ihn nicht. Aua. Das sollte reichen. Ja, danke für die Drahtprügel. Vielleicht darf ich jetzt rein. Komm her. Ey. Wieder. So, das sollte reichen. Ich würde da gerne auf den Friedhof. Hey Bruder, warte mal. Ja, okay. Dann haben wir Pech gehabt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal eine Runde ratzen. Am Ende sollen wir uns noch und
Weiß echt nicht, wie wir da jetzt weiterkommen. Ich muss mal überlegen. Egal, wir gehen erstmal pennen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.